Die Löwenburg, erbaut 1793 bis 1801. Sie ist eine der ersten pseudomittelalterlichen Burgen Europas. Außen sollte sie wie eine Festung des 15. Jahrhunderts wirken, aber innen war prunkvoller Barock. Tischlermeister Ronny Richter ist spezialisiert auf historische Sanierungen. Wie vor mehreren hundert Jahren der Tischler den Hobel genommen hat, so tun wir auch mit dem Hobel die Oberflächen putzen. Hier ist nichts mit der Schleifmaschine einfach geschliffen, sondern hier wird alles noch mit Handarbeit geputzt. Wir wollen keinen Unterschied merken. Es gibt Originalfotos, es gibt Originalzeichnungen aus der Zeit, wo es entstanden ist. Und genau so soll es wiederkommen. Dazu kommt natürlich die ganze Sicherheitstechnik. Alles, was hier reinkommt, muss möglichst unsichtbar integriert sein. Vor Beginn der Sanierung wurden die Kunstwerke genauestens begutachtet, alle Schäden für die Restaurierung dokumentiert. Die Tafel besteht aus drei Brettern offensichtlich. In diesen Fugenbereichen, die sind früher sicherlich schon öfter mal gekittet worden und da ist drüber retuschiert worden. Und diese Retuschen, die haben sich leicht verfärbt hier überall. Damit die noch kahlen Räume bald wieder reich geschmückt werden, hat Astrid Wegener die Innenräume im Blick. Wir sind jetzt hier im Vorzimmer des Schlafzimmers der Landgräfin von Hessen-Kassel. Und das ist im ersten Obergeschoss, auch Belle Etage genannt, also die schöne Etage. Und hier in diesem Raum kommt eine ganz wunderbare Tapete an die Wand. Tapete hört sich so schlicht und einfach an. Ist es aber ganz und gar nicht. Aufwendig werden die Motive der Perltapete restauriert. 600.000 Perlelemente sind auf den 20 Bahnen angebracht. Die werden gereinigt, fehlende Perlen ersetzt. Bis alle Motive einer Tapete ausgebessert sind, dauert es rund 4 Wochen. Seit 4 Jahren ist die Löwenburg nun eine Baustelle. Michael Röhring hat den gesamten Überblick über die Arbeiten. Der Historiker ist froh, dass schon ein Löwenanteil der Burgsanierung geschafft ist. Wir haben die Fassade instand gesetzt. Viele beschädigte Bauteile sind ausgewechselt worden oder repariert worden. Und vor allem, und das ist das, was die Besucher des Bergparks der Burg am deutlichsten sehen, der Bergfried ist wieder aufgebaut worden. Der ist ja im Zweiten Weltkrieg zerstört worden. Aus der künstlichen Ruine ist eine echte geworden. Diesen Schaden haben wir jetzt endlich behoben. Dieser mächtige Bergfried. 2016 noch eine Baustelle. Stein für Stein hat Ralf Krösch den Turm wieder aufgebaut, genau nach historischem Vorbild. Das ist eine klasse Baustelle. Also das macht richtig Spaß, weil so etwas werde ich wahrscheinlich nicht mehr erleben, dass ich so ein Ding mal aufbauen darf. Einer der schönsten Arbeitsplätze Hessens und das außen wie innen. Für Tischlermeister Richter eine Zeitreise ins Mittelalter, auch wenn die Burg nur rund 200 Jahre auf dem Buckel hat. Das Gefühl hat man dann schon, dass es so in etwa wie so eine alte Ritterburg ist. Wenn man hier abends von der Baustelle geht und dann in diesen alten Gemäuern das Licht ausmacht, das ist schon das Gefühl wie vor ein paar hundert Jahren. 2022 sollen dann auch die Besucher wieder dieses Gefühl erleben können.